Oh! Das ist doch, ey! Ey, mal ohne Scheiß, ich dachte, sie springt da das Seil jetzt einfach dran. Ach, hoffentlich muss ich die Schießerei jetzt nicht nochmal machen. So, da sind nur Granaten drin. So, ich muss jetzt hier scheinbar wieder komplett raus. Ich hoffe mal, dass ich nicht gleich wieder angegriffen werde von irgendwelchen Freaks. Okay, muss da lang. Ist da noch was drin? Kann ich hier durch? Ne. Oh, wird doch gerade hier was angezeigt. Da sehe ich doch was leuchten. Okay, das kommt wahrscheinlich, wenn man da lang geht. Hier kann man noch was aufheben. Ein Geocache. So. Schön, hier verbrenne ich mich bestimmt wieder. Ja, doch nicht. Alles gut. So, dann reißen wir die Wand auf. Alles klar. Hier liegt irgendwas rum, das ist doch. Regel ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Okay, hier vibriert erstmal nichts. Die Seite ist ein bisschen heller. Nun gut. Okay. Finde ich jetzt etwas komisch. Komme ich darauf? Nein. Das nicht. Weil sonst noch irgendwas? Auch nicht. Alles klar. Guck mal an. Und jetzt theoretisch. Kann ich denn irgendwo. Also hier ist der Pfahl, aber. Ah, okay, da. Okay, dann gehen wir mal wieder komplett zurück. Wie sieht es eigentlich mit meiner Bewaffnung allgemein aus? Mau. Alles klar. Ich frage mich, wie ich jetzt wieder zurück muss zu meinen Kumpels von der Endurance. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht zu müßig, weil auf dem Hinweg war es ja eigentlich total der Akt, hier rüber zu kommen. Jetzt kann ich wenigstens so coole Sachen machen und das hier auch aufreißen. Wahrscheinlich bekomme ich dadurch was Tolles. Na, mal auf den Lump. Zack. Ja, und damit kann ich dann irgendwo rübergehen. Dahin. Alles klar. Ach, guck mal an. Kacke. Wie komme ich denn jetzt da weg, ohne dass sie mich hier sehen? Kann ich gar nicht, ne? Kann ich dem nicht so ein bisschen Tod zufügen? Ohne dass es ein anderer merkt? Doch, kann ich. Ne, die anderen haben es gemerkt. Waren das alle? Sieht so aus. Hier ist schon wieder ein Lager. Hier ist so ein bisschen Looterei. Hatte ich denn jetzt irgendwelche Lagerpunkte? Kann ich irgendwas machen? Nö. Das bringt alles nichts. Das ist alles viel zu wenig. Dann würde ich sagen, hüpfen wir noch hier rüber. Ja. Und die Jungs hier leer.
mal schön ist? Ne. Oh! Das ist doch, ey, mal ohne Scheiß. Ich dachte, sie springt da das Seil jetzt einfach dran. Ach, hoffentlich muss ich die Schießerei jetzt nicht nochmal machen. Ich meine, gut, es wäre halb so wild, aber... Was, ey, das ist ja ätzend. Hier springt sie doch auch einfach dran. Was für ein Mist. Ja, dann machen wir das eben kurz nochmal. Ach ja. Videospiele sind übrigens halb so schwer, wenn man nicht ganz so trottelig ist. So, den killen wir nochmal so wie gerade. Hier einfach Axt im Hals, Klatsch oder im Rücken. Diesmal kriegen es die anderen auch nicht mit. Ist ja witzig. Dann machen wir doch nochmal Pfeil im Kopf. Loote ich jetzt trotzdem nochmal. Auch wenn ich euch eigentlich schon alles weggenommen habe. Der andere ist jetzt runtergefallen. Das ist ja doof. So. Jetzt macht's es. Okay, ich muss hier scheinbar gerade gar nichts machen. Also wahrscheinlich ganz am Ende jetzt wieder. Bevor ich abkratze, oder? Nö, alles gut. So, ich komme mit einer Seilwinde und... Ach nee, die Seilwinde hatte ich vorher. Ich komme mit einem Schraubenschlüssel und einem Schraubendreher. Lara! Und mit schlechten Nachrichten. Wir hörten die Explosion und dachten... Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Hey, yes. Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Lara könnte wenigstens noch erzählen, dass er ein Held geworden ist und sie gerettet hat. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, oh. Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich. Und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Ja, keine Angst, die andere, die wird auch nicht ohne dich gehen. Na, alles klar, was soll ich jetzt schon wieder machen? Noch was zu holen? Nö, alles klar. Dahin. So, brennender Eber? Ne. Ich will die Eber so ein bisschen verjagen. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass die mir das Leben hier noch zur Hölle machen. Was können wir haben? Die Eber, die greifen mich nämlich bestimmt an. Ist der Eber jetzt tot, oder... Jetzt ist er tot. Was war das denn? So, einmal Grilleber. Lecker, lecker.
So, was soll hier gemacht werden? Das muss raus. Da gibt es ja scheinbar auch noch irgendwas, aber... Ach naja, komm. Das mit dem Fahrstuhl wird jetzt schon nicht funktionieren. War so klar. Das bedeutet, der Rest hier, der muss erklettert werden. Ja. Okay. Stark da noch raus. Wow, man kommt irgendwo oben an und es sind keine Fiesewichter sofort da. Das ist ja auch mal ein Novum. Was ich noch habe, ist vergessen, wie man Granaten überhaupt einsetzt. Wo ich ihn jetzt gleich hingebaut? Nach links oder nach rechts? Komm, nein, hak dich doch ein! Was macht die denn? Was zur Hölle? Ich hab dasselbe gemacht wie immer. Ich bin gesprungen und hab Viereck gedrückt, hoffe ich. So sollte es zumindest sein. Ja, ey. Also in der letzten Stunde des Spiels habe ich eine ziemlich hohe Sterberate. Okay, jetzt komm, hier rüber und... Das gibt's doch nicht! Fast wieder schief gegangen. So, okay, da liegt noch irgendwas. Hier ein Roman. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügeln und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder?
Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Okay, vielleicht ist er einfach doch nur komplett durchgeknallt. Und gar nicht mal so urböse, wie ich dachte. Bin ich gerade gekommen. Ja, ich bin hier rauf geklettert, alles klar. Und jetzt soll ich was machen? Wo muss ich hin? So, okay, alles klar. Oh yeah, da gibt's wieder Gondeln. Das wird richtig Spaß machen. Okay. Ich schmeiß mal rüber das Bommelchen. Ja, muss ich. Also es ist schon lange kein Rohr mehr abgebrochen oder verknickt. Das ist doch sehr untypisch. Die Sachen hier können auch unheimlich... Was ist das gewesen? Ah, da gibt's noch mehr, okay. Was ist das? Kommt noch mehr? Das war's. Oder? Sie steht nicht auf. Doch. Okay, ich will nur meine Pfeile wieder haben. Darüber. Ich frage mich,
wo Lara echt die ganze Zeit diese Kraft hernimmt. Und langsam müsste ihr doch echt mal die Power ausgehen. Ich kann kaum noch den Controller halten und sie haut da ein ums andere Mal mit ihrem Kletterwerkzeug um sich. Ach, schön. Vielleicht, ich erstmal das hier. Okay, das heißt, ich muss an die Leiter dran springen. Auch das läuft viel zu perfekt für dieses Spiel. Schon mal nix. Jetzt eine weitere Kanone. Wohl nach unten. Okay, das war scheinbar nicht richtig. Dann gibt es einen Geocache. Granaten, oder? Ist sowas nicht mit Granaten auf? Sind das nicht die Granaten? Wo sind nochmal die Granaten? Um Himmels Willen waren nochmal die Granaten. Ja. Alles klar. So, wir haben nochmal ein schickes Spielzeug für die Schrotflinte gefunden. Okay, also da kann ich scheinbar nichts weitermachen. Wir gehen weiter hier lang. Hehe, könnte ich ja wieder zurück. Nun gut. Da lang. Okay. Ich habe das dann nur gesehen und dachte mir, es wäre doch eine ganz nette Idee, da mal drauf zu schießen. Ich hatte keinen Plan, dass das scheinbar irgendwas wirklich hier bringen sollte. Dass hier irgendwas wirklich gut wäre. Wo sind die hin? Freaks hier nicht mehr. Momentan kann ich nicht ans Lager, weil es unsicher ist. Das ist aber schön, aber ich kann was lesen, das ist nicht unsicher. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Oh oh. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören.